Hallöchen, Lavados. Na, wie geht's denn so? Lava! Was hab ich dir getan, dass du mich angreifst? Oh, geiles Sprite. Das muss ich zugeben. Also, jetzt fangen wir erst mal mit einem Geowurf an. Um zu schauen, wie viel KP dieses Lavados hat. Ja, okay. Oh, die Feuerwirbel beherrscht es, okay. Ja, aber das schreckt mein Glurak nicht ab. Wie gesagt, das schreckt mein Glurak nicht ab. Jetzt reicht's aber langsam. Hallo? Mann, was hat denn dieses Lavados genommen? Ich greife fünfmal mit Feuerwirbel an, Drogen. So, einmal glaube ich können wir es noch einsetzen. Hoffentlich überlebt. Und dann, wenn es überlebt hat, dann kommt eine Statusveränderung. Oh, perfekt. Jetzt müssen wir Lavados noch eine Statusveränderung geben, dann ist es perfekt geschwächt. Frage ist, wir haben gar keine. Turtles kann nicht, Turtles kann keine Schadensveränderung bezwingen, Galaxo ebenfalls nicht. Besser Flot zwar, aber das ist das einzige Skift und es würde ihn killen. Gut, dann fangen wir jetzt mit dem Bälle schmeißen an. Ah! Das war nix. Jetzt noch einmal. Na los! Ja, bei den ersten zwei Vogel-Pokémon war es genauso da. Da hat es auch anfangs rumgezickt und dann war es sofort drin. Jetzt der Hyperball, der ist jetzt. Ah. Er macht wohl Feuerwirbel, weil das ist so oft einsetzt, die Attacke. Ja, dieses Lava, das kann ja nur Schnabel und Feuerwirbel. Nur zwei Attacken und das mit Level 50. Jetzt reicht's aber langsam. Es geht doch mal rein. Okay, jetzt sollte man Glurak mal heilen. Haben wir was zum Heilen? Yep, den Top-Genesung, den wir am Ende der Höhle gefunden haben, im letzten Part haben wir. Nun gut, Glurak hat wieder volle KP. Und wir können mit dem Welle schmeißen fortsetzen. So, Hyperball. Ja. Ja komm, der Feuerwirbel bringt dir doch nichts. Nichts gegen ein Glurak Level 49, das ungefähr auf demselben Level ist wie du. Jetzt auch Hyperball, ja. Und jetzt trifft doch endlich dieses Lavados. So schnell ist es doch nicht mehr. Es ist angeschlagen. Jetzt aber! Der ist es drin! Vielleicht zu jedem Ball, naja. Zack, Hyperball. Und wieder ein Hyperball verschwendet. Das heißt verschwendet. Jeder Hyperball bringt uns zum Fang von Lavados weiter. Ja? 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 Gotcha! Haha! Und das beim ersten Versuch, Mann, bin ich gut. Lavados! Feuer. Größe 2 Meter, what the fuck, so viel wie mein alter Lehrer. Gewicht 60 Kilogramm. Wenn dieses legendäre Vogel-Pokémon mit den Flügeln schlägt, erstrahlt der Nachthimmel in gleißendem Rot. Gott, Lavados hätten wir jetzt, holen wir uns das Sonderbonbon, das wir anfangs der Höhle übersehen haben. Oder nicht einsammeln konnten, weil wir stattdessen den Himmelsfeier genommen haben. Hä? Achso. Ja, ich wundere mich gerade, weil da steht, du benötigst Stärke, aber wir hatten Stärke, ja. Okay. Ja, hier ist das Item. Seht ihr ja oben links, habt ihr das gerade sehen können. Und was taucht ihr jetzt auf? Natürlich, die kämpfen mit dieses Pokémon. Nee, nicht ins Level 26 hab. So, auf Wiedersehen, Kleinstein. Und was willst du, na, Kleinstein?
Was willst du, Kleinstein, hä? Ich hab leider nichts für dich übrig, tut mir leid. Ach, müssen wir Stärke nochmal verwenden? Laxo, bewege diesen Felsen! Oh mein Gott! Es ist das stärkste Kind, das ich je gesehen habe. Son Goku. ja, schon wieder dasselbe, Kleinstein. Also langsam habe ich das Gefühl, das verfolgt uns. So. Ein Sonderbonbon. Jetzt benutzen wir unser Diktar und hauen ab aus dieser Höhle. Ach Gott, verdammt. Ich habe mich versippt, so ich habe mir aufgeschrieben, was wir alles machen müssen. Okay, Lavados hätten wir, Sonderbonbon in Siegelstraße hätten wir ebenfalls. Trainer für in MSN. Also gut, dann fliegen wir mal nach Orania City. Ja, jetzt hat es ein bisschen umständlich gemacht, aber gut. Danach, EP-Teiler. Also, da brauchen wir 50 Pokémon für den EP-Teiler. Wie viel haben wir eigentlich? Damit ich es ungefähr einschätzen kann. Okay, 6 müssen wir fangen. Das dürfte auch kein Problem darstellen. So, und falls wir noch ein bisschen Zeit übrig haben, dann trainieren wir ein bisschen. Was ich aber nicht glaube. Naja. Ach, wir brauchen das Bootsticket, genau. Habe ich ganz vergessen. Wir haben es ja noch auf der Box gelagert. Und steig auf das Fahrrad. So, nach oben, nach links, nach oben, nach links, nach oben, nach... Ach, verdammt. Vorbeigebraust. PC von uns. Und jetzt nehmen wir das Sportticket mit. Ein letztes Mal. Danach verreckt es, verrottet es in der Box. Na, Bootsticket, hier ist es. Und wir steigen wieder aufs Fahrrad. Wo ist das Fahrrad? Fahrrad! Oh Mann, ist schon wieder die Position verändert worden. Moment, ich verändere es schnell. Zack. Da 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 da. Willkommen auf der MSN, verzeihung, hast du ein Ticket? Ja, natürlich. Und rein. Ein letztes Mal in die MSN. So, jetzt suchen wir den Mann, der uns damals besiegt hat. Bist du's? Nein. Ich glaube, er ist hier unten, ne? Wo ist er? Den machen wir sowas von fertig mit unseren getunten Pokémon. Damals haben wir mit Absicht verloren. Ah, du bist es. Du weißt, wir Seeleute lieben es zu kämpfen. Zeit für eine Revanche. Mit einem Muschas Level 21. Also wir haben ja damals mit Absicht verloren, um die MSN noch dabei da zu behalten. Für die Leute, die es nicht wissen oder den Part nicht gesehen haben. So, und das war's. Das kann ich auch abhaken. Jetzt holen wir uns den EP-Teiler. Können wir eigentlich Shuffle einsetzen, dann bleibt die MSN eigentlich auch noch da, ne? Nee. Geht hier nicht. Habe ich mir auch denken können. Weil das ist ja kein, keine Höhle. Schaufel funktioniert nur bei Höhlen und besonderen Orten. Und da fährt die MSN davon. Ach, ist das schön. Okay, dann holen wir uns jetzt noch. Wie viele Pokémon brauchen wir? 6, ne? Welche können wir denn fangen? Ja, wir könnten in den Käferwald gehen. Wobei, haben wir schon Ruffy? Ja, haben wir. Ist nicht so, ne? Haben wir ja alle Entwicklungen gefangen. Ja, okay. Hier finden uns noch viele. Ich glaube, wir werden sie schon zusammenbekommen.
Glurak fliegen wir erst einmal nach. Ich glaube mal, Mario City ist dafür ein perfekter Ort, jetzt momentan. Denn dort gibt es Ratzfatz und Taubsies und lautere andere Pokémon. So, Fahrrad. Erstmal kontrollieren, ob unsere Box noch voll ist, genau. Ist mir noch gerade eingefallen. Wie viele Pokémon können wir noch auf uns, können wir noch auf unsere Box legen? Achso, ja, muss erst. Wie viel haben wir denn? Achso. Oh man, ja, ich hab's kapiert. Okay, dann wechseln wir sie einfach mal, ist ja egal. Und nehmen Box 3. Und zack, und jetzt nochmal das Fahrrad. Fahrrad! Und jetzt gehen wir ein bisschen Pokémon fangen. Yep, Nidoran männlich, haben wir glaube ich noch nicht, oder? Kann das sein? Weiß gar nicht, ich habe das Gefühl, wir haben es eins in der Savai-Zone gefangen, aber egal, schmeißen wir einfach mal einen Hyperball. Yep, beim ersten Versuch, das wäre schon mal gut. Ah, wir haben es noch nicht, okay. Nidoran männlich, Gifton, Größe 50 cm, Gewicht 9 kg. Diese Ohren, dieses Pokémon sind sehr sensibel. Ach fuck, da kam noch was. Nein, ich will keinen Spitznamen geben, ich habe mich bloß vertippt mal wieder. Egal, dann lassen wir jetzt eben den Eintrag. Und was, jetzt braucht man... Ja, Ratschfratz haben wir auch noch nicht. Dann schmeißen wir einfach wieder einen Hyperball. Ach fuck, vertippt, ich vertipp mich heute so viel. Kann es sein? What the fuck? Erschreckt mich doch nicht so. Ich dachte, du wärst drin und dann... Pff. Jetzt aber. Ah, schon wieder dasselbe. Jetzt komm. Du hast doch keine Chance. Es geht ein Ball, sonst mache ich dich fertig. Nein. Pff. I hate you. Okay, Dicta. Nee, warte, Dicta ist immer noch zu stark. Selbst unsere Schwäche ist zu stark, lol. Gut, Hyperball. Ein letztes Mal noch und wenn nicht, dann. Jetzt, aha. Für Ratfratz wird der neue Eintrag im Pokédex angelegt. Ratfratz, Rat, Größe 30 cm, Gewicht 3,5 kg. Dieses Pokémon nagt alles und jeden an. Es lebt in großen Rudeln von 4 bis zu 40. Was? Von bis zu 40 Pokémon, ach so. Oh, jetzt sind es nur noch 4, nehme ich an, ne? Jawohl. Dann gehen wir mal nach. Wir könnten auch ein bisschen angeln, ne? Ja, genau, angeln wir mal ein bisschen. Schadet ja nicht. Also, erst brauchen wir die Superangel oder die Hyperangel, was auch immer. So, schalten wir unseren Oldschool-PC aus dem letzten Jahrhundert aus. Ja, ein. Mal schauen, Angel kriegt man nur Carpados raus, aber wir haben schon einen Carpador in unserem Dex. Nehmen wir mal die Profi-Angel. Ach komm. Okay, dann legen wir eben ein TM ab. Oder, ja, dann legen wir das Bootsticket ab. Und das Sonderbaum können wir auch gleich ablegen, wenn wir schon dabei sind, weil da ist ja noch ein Stack in der Box. Wir haben 10 Sonderbomben und so, ha. Wir könnten eigentlich Mondsteine verwenden, ne? Ja, nehmen wir die mal mit, die müssen wir eh irgendwie verschwenden. Jetzt ist die Frage, haben wir ein Nidorino oder Nidorina? Ich bin der Meinung, dass wir eins gefangen hatten in der in der Safari-Zone. Müsste dann in der Box 1 sein. Legen wir Dicta ab. Und nehmen uns Duflo können wir eigentlich entwickeln. So, das legen wir noch ab.
Weg mit dir! Auf zu meckern! Ab in die Box! Dick Evil können wir entwickeln, genau. So, wieder Flo in die Box. Ah, okay, die Box. In der Box scheint keine weiteren zu sein, dann nehmen wir sie wieder mit. Also, ich meine unser wieder Flo. Und das sind wir momentan noch aktiv. So. Unser Duffle haben ist noch geschwächt. Ja, stimmt, in der Generation werden die ja in der Box noch nicht geheilt. Oh mein Gott, du brennst schon seit wie viel Parts, Duffle? Erstmal heilen. Das haben wir ja damals mit einem Glurak, mit unserem Glurak, glaube ich, verbrannt, ne? Mit Glut. Okay, was brauchen wir für Steine? Wir brauchen, ja, Feuerstein oder Feuer und Blattstein. Ja, holen wir uns ein Feuer und ein Blattstein. Na? Achso, Glurak fliegt, ja, stimmt. Ich hatte gerade eine Macke. Irgendwie, keine Ahnung. Und Fahrrad. Ab in den Pokémarkt. Bum, bum. Ja, ich hätte gerne einen Feuerstein oder was soll es, holen wir uns einen Blitzer. Warte, wir haben ja einen Donnerstein oder nee, haben wir den verkauft? Weiß gar nicht. Und einen Blattstein. Was verkaufen wir denn? Ach, hauen wir den Megablock raus. So wertvoll ist er auch nicht. Nicht so wertvoll wie ein Blattstein. Okay, Item. Sollte man, aber man sollte die Pokémon erst mit Steinen entwickeln, wenn sie gute Attacken können, weil wenn man sie entwickelt, lernen sie keine neuen Attacken. Also Duffle sollte sie beispielsweise bis 40 trainieren und dann vielleicht entwickeln, weil sonst lernt Giflor keinen Blättertanz oder sowas. So, wie gesagt, hier haben wir jetzt einen Giflor. Habe ich auch in meiner roten Eis-Team-Pokémon genommen. Hat doch recht reingehauen. Und jetzt entwickeln wir unser Evoli zu Blitzer. Bei Evoli ist es eine Ausnahme, also da könnt ihr ruhig den Stein sofort verwenden, weil Blitzer lernt Attacken. Sogar Elektroattacken. Und wenn ihr Evoli dann so trainiert, dann lernt Evoli nur am Normalattacken und keine Elektroattacken. Natürlich könntet ihr auch ab der zweiten Generation dann zum Attackenlerner gehen, aber es würde euch zu viel Herzschuppen kosten. So, jetzt brauchen wir noch zwei. Ich dachte, es wäre noch eins, aber gut. Dann schauen wir nochmal in der Box nach, ob wir noch entwickelbare Pokémon haben. Rot, schaltet den PC an. Ablegen, Giflor weg. Blitzer, tschüss. Nehmen wir unser Pikachu wieder mit. Und es freut sich, juhu. Es hätte jetzt einen Weltuntergang erlebt, aber gut. Okay, was haben wir noch abgelegt? Ja, wir haben alle Abedikter, genau. Brauchen wir, soweit ich weiß, aber gar nicht mehr. Aber egal. So, jetzt wechseln wir die Box. Und holen die Box 2 wieder. Ich glaube, die müsste voll sein, ja. Ist ja auch. Können wir irgendeinen jetzt freilassen? Ja, wir haben einen Slimer doppelt, ne? So, tschüss, Slimer. Nehmen wir, ich weiß, die Pikachu wieder ab. Lol, und jetzt nehmen wir. Ah.
Nidoran-Men, weiblich. Tragosso. Ja, nein. Wobei, ja, komm, nehmen wir Knofenser mit, auch wenn es komisch klingt, aber. So, jetzt legen wir Dick da mal ab. Und holen Pikachu wieder mit. Na, wo ist Pikachu? Pikachu! Hier. Und jetzt entwickeln wir unser Knofenser. Das braucht eh nur ein Level. Oder wisst ihr was? Gönnen wir uns da einfach mal einen Sonderbomber und ersparen uns dann die ganze Arbeit. Oder sollen wir so trainieren? Wie viel P sind's denn? 2000. Ja. Komm, holen wir uns einen Sonderbomber, das geht schneller. Aber erstmal heilen wir unser Knofenser natürlich. Ich bin ja kein Unmensch. Danke, deine Pokémon sind wieder fit. Ja, ja, ja. Ja, ja, geht das auch ohne Gequatsche? Geht das auch ohne Gequatsche? So. Gut, beim Sonderbomben. Ach, scheiße, vertippt mal wieder. Heute ist der Vertipptag. Aufnehmen. Ein Sonderbomben. So. Das Sonderbomben geben wir Knofenser. Na, wo ist Knofenser? Hier. Müsste sich zu Ultrigaria jetzt entwickeln. Und das tut's auch. Okay. Jetzt brauchen wir noch eins. Und jetzt entwickeln wir Ultrigaria zu Zerzenia. Indem wir Ultrigaria einen Blattstein wiedergeben. Dazu müssen wir nochmal in den Markt gehen und uns einen Blattstein hochkaufen. Fahrrad, so. So, hier sind wir. Hallöchen, ich möchte gerade einen Blattstein kaufen. Ja, gut, dann geben wir den Blattstein Ultrigaria und dann entwickelt sich zu Zerzenia. Unser 50. Pokémon. So, unser 50. Pokémon von insgesamt 151. Aber ich glaube, es werden sogar noch mehr. Okay, holen wir uns jetzt den EP-Teiler. Fliegen nach Fuxania City. Und steigen aufs Fahrrad. Da, ja, gut. Hallöchen, gib mir den EP-Teiler. Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor Eisgehilfe. Wenn du 50 verschiedene Pokémon gefangen hast, habe ich ein Geschenk für dich, den EP-Teiler. Also, Rot, hast du unterschiedliche 5... Ja. Rot erhält den EP-Teiler. Lege den EP-Teiler am BCA, wenn du ihn nicht benutzen möchtest, ja gut. So, EP-Teiler. Das kann ich jetzt auch abhaken. Sehr schön. Und, ja. Testen wir ihn mal gleich. Indem wir hier ins Gras gehen. Ein Blutzug haben wir schon. Leute, Sonzenia, okay. Nee, ich will nicht mit Sonzenia kämpfen, das ist nicht so umständlich. So, relax du. Läuft's. Friss Body Slam.
Scheiße! So, und der EP-Teiler teilt jetzt die EP ans ganze Team auf. Und zwar wirklich ans ganze Team, finde ich eigentlich unnötig, weil das sind so, nur so Fuselstumme, was da verteilt werden. Also wirklich nicht ein riesen Vorteil zu trainieren, aber naja, gut. Also ich finde den EP-Teiler ab der zweiten Generation besser, weil dann verteilt es sich auf ein Pokémon, das den EP-Teiler trägt. Legen wir ihn deswegen ab, weil wir den jetzt nicht brauchen. Ablegen, EP-Teiler, wo ist der? Hier. Ja, die Mondsteine können wir auch ablegen. Gut, jetzt musst du ein bisschen Item-Verwaltung machen, die letzten Minuten. Mimirki. Mimikri heißt ja, sag ich. Okay, Mimikri. Habe ich früher mal gesagt, Mimikri, aber irgendwie habe ich mir ja angewohnt, Mimirki zu sagen. Metronom. Nein, Metronom bringen wir nicht Relaxe bei. Blizzard. Turtok vielleicht. Mal schauen. Ja. Eisstrahl. Ja, gut. Eisstrahl hat 15 KP. Ist dafür schwächer. Bei Blizzard ist es genau umgekehrt. Blizzard ist stärker, aber hat weniger KP. AP meine ich. Turtok lernt mit Level 52 Hydro-Pumpe. Deswegen will ich hier dann stattdessen. Weil so starkes Hydro-Pumpe auch. Hydro-Pumpe auch nicht, ne? Ja, komm, vergessen wir einfach mal Biss. So. Psi-Welle. Ne, verkaufen. Also alle Items, die wir hier jetzt nicht brauchen, werden verkauft. Solarstrahl. Ja, bringen wir Bisaflor bei. Bisaflor lernt zwar Solarstrahl von alleine, aber erst mit Level 65 sogar. Und das ist mir zu... Das dauert mir zu lang. Hauen wir einfach mal den widerlichen Egelsamen raus. So, haben wir noch irgendwas? Geofissur, ja, ich weiß welches Pokémon wir in Bayerwing, nämlich Glurak. Aus dem Grund, weil Glurak recht schnell ist und mit dieser neuen K.O.-Attacken jede Menge Schaden anrichten könnte, haben wir Geowurf raus. War eine gute Attacke, aber jetzt ist Geofissur anstelle von Geowurf. Explosion. Ja, gut, kann keins unserer Pokémon. Mega Kick, oioioi. Ja, Relaxo, Turtok, Pikachu wäre ganz gut. Aber so stark ist Mega Kick auch nicht. Mein Mega Kick hat nur 5 AP. Und ist auch nicht so besonders stark. Lass mal Mega Kick mal. Oder? Mega Kick? Ich denke mal darüber nach. Also verkaufen wir erst einmal. Also was war Mega Kick für eine TM5? TM5 war es, okay, muss ich mir merken. Explosion, ja, wollten wir verkaufen. Okay, nochmal durchgehen, Sicherheit halber. Himmelsfähiger. Naja, kann keins unserer Pokémon, können wir daher auch verkaufen. Metronom verkaufen wir. Psi-Welle ist auch nicht so besonders gut. Mimikri, nee. Ja, okay, verkaufen alle Items außer TM5 was, ne? Ja. Also, auf zum Pokémon-Markt. Hallo, Themenlieferung. Ich habe hier ein paar TMs für Mister, keine Ahnung. So, sollte man eigentlich nie machen, TMs verkaufen, aber wir spielen hier nicht mehr lang in dieser Edition, deswegen kann ich es ruhig verkaufen.
geben die Mondsteine. Ne, geben nichts, sie sind wertlos. Aufnehmen! So, nehmen wir weitere TMs mit. Die müssen wir irgendwie loswerden, ne? Die verrotten ja seit Part 1 oder was weiß ich. Ab Part 4, wann waren wir, haben wir unser erstes TM bekommen? Ab Part 4, sage ich einfach mal. Verrotten die in der Box. Und das ist ja nicht sehr schön. Deswegen gehen wir sie jetzt alle durch. Zu blöd, dass hier nicht die Namen der TMs dran stehen. Das ist nur in dieser Generation so. Ah, okay. Musste irgendwann kommen. Wir können keine weiteren Items mehr tragen. Oder in dem Fall keine weiteren TMs. So, was haben wir denn? Also, das ist Mega Kick. Müssen wir uns merken. Geduld. Oh, Relax wäre vielleicht eine Option. Aber, so heftig ist Geduld auch eigentlich auch nicht. Ne, lass mal Geduld mal weg. Aquaknarre, nie im Leben. Mega Heat. Ja, könnte man wieder Pikachu beibringen. Ich glaube, die merke ich mir auch wieder. Ich glaube, ich positioniere sie mal, damit wir ungefähr einen Überblick haben. So. Wirbelwind wird auf jeden Fall verkauft. Die ist scheiße. Blubstrahl. Nee, hier haben wir schon gute andere Attacken. Donnerwelle. Nein. Schaufler. Könnte man auch wieder Pikachu... Was? Pikachu kann kein Schaufler, okay. Body Slam. Pikachu. Wäre auch wieder eine Option. Ich stelle sie mal wieder an nach oben. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir was dazwischen haben, damit wir das sehen können, wo die Begrenzung zwischen den Themes ist und die Themes, wo wir verkaufen wollen. Erholung, haben wir noch andere Themes dazwischen? Erholung, nee, Erholung ist nicht so. Donnerblitz, kann man sich gerade zuschauen. Okay, verkaufen wir die anderen TMs auch. Hallo, kann ich die Blödsinn sein? Ja, verkaufen. So. Immer weg mit dem Schrott. Nein, 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 nein. Oh, fast hätte ich mich verdippt. Ich muss besser aufpassen. Oh, das war knapp. Ein Tastendruck und ich hätte mich verzippt. Okay, ja, wir können die Mondsteine eigentlich gleich ablegen, da können wir mehr Themen gleich mitnehmen. So, ablegen. Ja, wir fangen keine Pokémon mehr, ne? Also Superball in die Box, Hyperball auch in die Box. Können wir vielleicht später holen, wenn wir in die Azura-Höhle gehen. Mondsteine weg, okay. Und immer weitere TMs mit. TM 49, das ist Triplette, glaube ich, ne? TM 18, TM 21, TM 29, TM 10. Ich glaube, wir haben alle TMs in dieser Edition abgegrast, ne? TM 7. Hier ist der Liftordner, Minzkorb. Okay, wir haben wieder voll. So,
Und verkaufen. Ah, warte, wir wollen ja erst schauen, ne? Nicht einfach so verkaufen, ne? Nicht einfach so verkaufen, ne? Das ist ja. Traumfresser wird verkauft. Teleport wird auch verkauft. Sternschauer. Könnten wir auch wieder Pikachu beibringen. Ich stell's jetzt mal wieder. Ja, am Front. TM39 ist das okay. Zack. Haben wir wieder unsere Begrenzung. Steinhagel. Laxo. Nee. So hätte die Steinhagel auch nicht. Triplette. Femkens, okay, wird auch verkauft. Konter. Müssen wir eigentlich nur schätzen, ob der Gegner mir physisch angreift, ne? Ist aber auch nicht so. Mega Sauger. Giftpuder. Ja, rank nicht weg. Wie lange haben wir rank nicht eigentlich schon? Level 14, glaube ich, ne? Ah ja, das ist Triplette, ne? Ja. Ach, hier ist wieder Konter. Wann haben wir denn angefangen? Oder? Psychokinese, what the fuck? Ja, Relaxo, ne. So ist das der Spezialangriff von Relaxo nicht. Risikotackle! Hier! Relaxo, könnten wir das beibringen? Oder Pikachu? Ja, bringen wir das Relaxo bei, weil das fügt ja selbst Schaden zu und Relaxo kann sich ja immer wieder heilen. Ich hasse es zu tun, aber... Tschüss, Body Slam. Ich werde dich nie vergessen, Body Slam. Nie. Klingensturm, oha. Hornbohrer! An die K.O.-Attacke, aber... Na gut. So soll das jetzt sein muss, aber wir müssen uns so gut wie es geht vorbereiten. Und das mache ich eh in der Edition. Es war in der Saphir, habe ich es nicht gemacht, aber... Ist ja auch egal. Das soll das Nervenkitzel ein bisschen anheben. Also in dem Part passiert sonst nichts mehr. Jetzt werden nur ein bisschen die Item verwaltet. Und ja, und dann trainiere ich meine Pokémon. Also aber auf Screen natürlich. So. Wie viele Themen sind noch? Boah, noch eine Menge. Gehen wir mal von hinten rum. Ja, es sind auch 50 Themen, ne? Vielleicht soll ich aber zuerst das ablegen, was ich, also alles ablegen außer die Themen und dann wieder später mitnehmen. Das würde dann das Ganze beschleunigen. Ich glaube, das mache ich sogar. So, jetzt sammeln sich langsam die VMs. TM16. TM25. TM30. Ach scheiße, vertippt. Okay, es sind keine mehr. Ja, und das ist die letzte TM, sehr schön. Oh, gut, dann ordnen wir noch ein bisschen die ganze Box, wenn wir schon dabei sind. Machen wir, dass zuerst die ganzen Angeln kommen. Ups, Angel. Profi-Angel. Wir wollen ja das Spiel
ordentlich abschließen. Super Angel, da kommen die VMs. VM 1. VM 2. VM 3. Und VM 4. Und hier ist schon VM 5, sehr schön. Gut, da kommen die ganzen Sonnenbomben. Lass mal so. Dann kommen die ganzen also Basis-Items. Liftöffner, Münzkorb, Silbskorb, Karte, Türöffner, Detektor, Fragezeichenöffner, Bootsticket, EP-Teil ist hier ein Basis-Item. Und unten sind die ganzen normalen Items so. Gut, dann schauen wir mal, was für Themes wir haben. Finale wird verkauft auf jeden Fall. Raserei wird auch verkauft. Shellwurmel wird verkauft. Doppelteam, naja, ist auch nicht so gut. Eierbombe kann nur Kokowai. Oder Owai, soweit ich weiß. Toxin. Naja, ist eine. Ist eine schlechte Attacke, ne? Aber, ja, komm, vergessen wir erstmal. Giftpuder können wir ja immer noch vergessen später. Also Toxin ist besser als Giftpuder, auf jeden Fall. Donner, warte, haben wir da noch irgendwelche Zahltag? Ja, ab hier war meine Zahltag wird verkauft. Ja, Donner ist hier. Was kann denn Donner? Pikachu kann schon Donner. Und Relaxo. Nee. Und Flock. Reflektor, nein. Nein. Hey, Schwerttanz. Uiuiui. Nee. Schwerttanz auch nicht so. Der Knaller. Also hier zumindest nicht. Habe ich zwar in der roten meinem Glurak beigebracht, aber Glurak kann schon perfekte Attacken. Also gut, wir das verkaufen. Und das schon uns langsam sammelt sich unser Geld. So, danach werde ich noch ein bisschen einkaufen gehen und dann offscreen trainieren und dann, ja. Dann kommen wir im nächsten Part und machen die Liga. So. Jetzt ist nur noch die Frage, welche Themen bringen wir Pikachu bei? Wir haben die Wahl zwischen Body Slam, finde ich schon recht gut. Sternschauer. Mega Hieb und Mega Kick. Ich glaube, ich nehme Body Slam. Aus dem Grund, weil Body Slam gar nicht schlecht ist. So. Na, Body Slam, Body Slam, ja, hau mal Lichtschild raus. Pikachu Lamp, Body Slam! Jetzt verkaufen wir die ganzen anderen Items wieder. Und das ist unsere allerletzte TM. Tschüss. Gut, dann gehe ich noch einkaufen, wenn ich schon hier bin. Kaufen wir uns 10 Top-Genesung. Und Top-Trinke. Und zwar, da werden wir viele brauchen. Sagen wir mal. ...50 Stück müssten reichen. Und dann noch, Belebe. Nur 20 davon. Und mit dem restlichen Geld Hyperheiler. So.
Jetzt holen wir unsere Bälle und die werden auch noch verkauft. Aufnehmen. So, Bälle, Bälle, Bälle. Wo sind sie? Superball. Wie viele haben wir eigentlich Superbälle? Ach, ich hätte es anfangs so hätte ich machen sollen. Und nach Überwelle, Überwelle, Überwelle hier. Den Meisterball, den holen wir und den nehmen wir uns später mit, wenn wir Mewtwo fangen. Aber vorerst bleibt er in der Box. Sonst setzen wir ihn vielleicht versehentlich ein oder was weiß ich. Wir verkaufen den oder was. Ja, kann ja alles passieren. So, Überwelle. Ups. Ich mach's immer so umständlich. So. Und Hyperball. Okay, was kaufen wir jetzt mit dem Geld? Ja, kaufen wir uns noch ein paar Beleber. Wir werden zwar nicht alle Items verwenden, aber egal, was soll's. Und hier noch ein Hyperheiler vielleicht noch. 500 hätten wir noch. Gut. Nochmal schauen, ob wir auch alles haben. Die Mondsteine können wir nicht verkaufen, weil die 0 Geld geben. Mit die Angler mit, weil ich euch was zeigen will. In der Liga. Okay, die Sonnenbonbons brauche ich off-screen noch, deswegen nehme ich sie mit. Und ja. Dann legen wir noch Dinge ab. Das hat 10 und holen uns unsere Dick da wieder. Dickter, 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 wo ist der Dick? Im da, da ist der Dick. Ups. Okay. Also schauen wir nochmal unser Team an, bevor wir unsere Pokémon, also bevor ich die Pokémon offscreen trainiere. Turtok Level 50. Angriffswert 105, Verteidigung 129, Initiative 111, Spezial 102. Ist von Typ Wasser. KP 155. Attacken Eisstrahl, Surfer, Blizzard, Überroller. Nummer 2. Ups. Wow. Echt geile Felsen gibt's hier. Nummer 2. Relaxo. Level 46. 215 KP. Angriff 126. Verteidigung 84. Initiative 43. Spezial 79. Attacken, Erdbeben, Risikotackle, Erholung und Stärke. So, Bisaflor, Level 46, KP 152, Angriff 93, Verteidigung 108, Initiative 101, Spezial 115. Typ 1 Pflanze, Typ 2 Gift. Attacken, Megasauger, Rasierblatt, Solarstrahl und Toxin. Gut, Level 49, Glurak, Typ 1, Feuerflug, ja, Typ Feuerflug, Angriff 116, Verteidigung 106, Initiative 117, Spezial 107, Attacken, Flammenwurf, Geofissur, Feuersturm und Fliegen. Und unser Starter, Pikachu, Level 50, 121 KP, Angriff 81, Verteidigung 60, Initiative 25, Ausrufezeichen muss man da vorsetzen. Und Spezial 79. Also spielt auf Initiative. Attacken Donnerblitz, Body Slam, Donner und Body Check. Gut, dann werde ich meine Pokémon jetzt offscreen trainieren und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder und kämpfen die Top 4. Bis dann. Servus!